Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem kleinen Video. Und zwar hat der Frank Rosin mal so ganz klar Klartext gesprochen. Finde ich ganz super, hat er recht. Dieser Vorschlag, den er macht mit 10% für alles an Mehrwertsteuer, das reicht auch völlig, völlig. Das trifft auch wirklich den Punkt. Ich selber bin ein großer Fan von Frank Rosin, der ist ja hier aus der Ecke, ist ja auch Westfale, ist gar nicht weit von hier. Ein Traum von mir wäre, mal ihm mal essen gehen zu können, aber das ist halt, naja. Nichtsdestotrotz habe ich eben diesen Kommentar von ihm gehört und möchte euch den auf jeden Fall zukommen lassen. Ich kann nur sagen, Frank, Daumen hoch. Das zeugt von Charakter, ja, das zeugt von Standfestigkeit, das zeigt auch Mut zur eigenen Meinung. Super. Weiter so, Frank. Ich danke dir von Herzen. Ihr Lieben, schaut es euch an. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ciao. Hallo liebe Freunde, hallo liebe Gastronomen, mein Name ist Frank Rosin und ich bin seit 33 Jahren Gastronom und Unternehmer. Ich muss hier einfach jetzt mal sprechen. Dass die Mehrwertsteuer am 1. Januar erhöht wird, ist eine absolute Katastrophe. Herr Bundeskanzler, liebe Bundesregierung, Sie vergehen sich hier gerade an der Wirtschaftskompetenz Deutschlands. Und da spreche ich nicht nur von Gastronomen, sondern auch alles, was damit zu tun hat, dass wir irgendwie unseren Arsch hier hochkriegen können. So kontraproduktiv, wie hier von Ihnen gearbeitet wird, ja, das ist keine Basis für die Zukunft. Da sind keine Ziele, da ist keine Hoffnung und da ist auch keine Leidenschaft. Wer soll sich das denn noch leisten? Kein Mensch geht mehr essen, wenn die Speisenkarten der Nation so teuer sind. Und Essen, ja, wenn man sich buchstäblich Essen nicht mehr leisten kann. 30, 40% der Restaurants werden abgeschafft und das bedeutet, dass letztendlich Steuereinnahmen fehlen und das Ganze kontraproduktiv ist. Ich habe Angst um meine Kollegen und ich habe Angst um diese Branche. Wir müssen daran jetzt arbeiten. Das, was hier passiert, ist wie bei Rosins Restaurants, ja? Inkompetenz trifft Entscheidungen. So kommen wir nicht weiter. Herr Bundeskanzler, Sie vergehen sich hier gerade an der Wirtschaftskompetenz Deutschlands. So kontraproduktiv, das ist keine Basis für die Zukunft. Da ist keine Hoffnung. Wer soll sich das denn noch leisten? Ich habe Angst. Angst. Liebe Kollegen, 19% Mehrwertsteuer oder 7% Mehrwertsteuer. Ich glaube, dass das in der Vergangenheit schon immer ungerecht war. Weil warum muss man im Haus 19% zahlen, außer Haus 7%? Im Haus hat man einen viel größeren Aufwand und dann noch mehr Mehrwertsteuer. Das macht keinen Sinn. Eine andere Sache ist, dass in Deutschland 70% aller Speisen außer Haus verkauft werden und 30% im Haus. Das bedeutet, wenn wir uns auf 10% einigen würden, das heißt 10% Mehrwertsteuer für In- und Außerhaus, dann hätten wir A, eine gastronomische, ökonomische Gerechtigkeit und B, damit könnten wir alle leben. Das ist ein sehr guter Kompromiss. Und die Bundesregierung wird auch mehr Steuern einnehmen. Aber Sie können mich ja mal fragen, wenn Sie Hilfe brauchen. Schönen Sonntag. Das Video hat dir gefallen? Kommentieren, abonnieren, liken. Danke.